Die Aufnahme läuft und ich weiß, dass meine Mütze transparent ist. Viele haben gesagt, hey Holly, deine Mütze ist transparent und scheint durch. Das ist ja der Gag, die ist grün. Das ist der Gag, das ist der Witz und ich hab sie wieder auf, weil ich die anderen irgendwie nicht finde gerade und keinen Bock habe aufzustehen. Ich bin so faul. Let's go, Eden! Oh, lieber Eden-Gott, gib uns bitte keinen Schrott. Bitte, bitte, gib uns gute Sachen. Wir bekommen ein Herzchen und wir bekommen... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wir haben eine gute Fire Rate, gut Damage, Alter. Aber Basement zum Glück. Und hier direkt so eine X, so eine große E. Alter, wo ich nichts sehe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wird es geschehen. Wird es geschehen. Sterbe ich hier. Ich wollte gerade die ganzen Enemies rerollen, aber stellt euch mal vor, da kommen irgendwelche anderen Superformen raus und so. Das wäre ein bisschen unser Ende. Aber nur so ein bisschen. Ach du Scheiße. Oh, zum Glück haben wir einen guten Damage. Zum Glück haben wir einen guten Damage. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wow. Mein Handy vibriert. Herr DK ruft mich an. Nein, er schreibt mir nur wahrscheinlich. Weil heute steht ja an, hier möchten wir die Versus Runs hinbekommen. Ich hoffe, DK hat Zeit und so. Und ich schreie hier ein bisschen. Einfach, weil die Musik so laut ist. Mach mal ein bisschen leiser. Hat man ja Zeit hier in so einem Raum voller Fliegen. Oh Mann. Unser Space Item rerollt ja Enemies. Und das wäre ziemlich blöd, wenn es einfach zu Superform werden oder irgendwelchen anderen krassen Enemies. Da will ich lieber ein paar Fliegen haben. Wäre aber lustig, glaube ich. Wäre aber lustig. Viele sagen auch, dass dieser wie heißt dieser Scheißmann? Dass der ziemlich OP ab Womp-Ebene ist. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und ich weiß auch nicht, wieso. Also, weil man da die Gegner einfach so rerollen kann, würde ich jetzt mal sagen. Ja, zu anderen, schwächeren Gegnern, weil da viele starke Gegner sind, oder was? Ich weiß noch nicht. Das ist ein bisschen gefährlich. Ich hätte gerne noch ein blaues Herzchen und dann würde ich ihn mitnehmen. Weil, wie gesagt, vielleicht kriegen wir ja Sad Bombs. Die Musik ist gerade ziemlich geil irgendwie. Jetzt mir gefällt sie, Mann. Oh Mann, warum bekommen wir nur so einen Schrott? Ey, das gibt's doch nicht. Let's go, weiter. Nicht aufgeben. Vielleicht finden wir auch gleich irgendwie noch ein blaues Steinchen. Da können wir das Space-Item dann nutzen, also was im Itemraum ist. Unseren Bum-Friend, Bum-Buddy. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Ja, das sind so Items, weißt du, interessier mich nicht, Mann, weil ich die nie mitnehme. Bobby. Was soll ich bloß mit dir tun? Hätte ich dich mitnehmen sollen? Ich weiß nicht, seine Explosion macht ja ein ganzes Herz Schaden, ne? Und wenn ich jetzt irgendwie hier falsch treffe, dann bin ich Geschichte, ne? So. Ist hier ein blaues Steinchen? Nein, auch nicht. Ich hätte hier vielleicht das Space-Item mitnehmen können, hier im Itemraum, um diesen Boss hier zu erledigen. Aber hey. Bosse erledigen. Wer braucht das schon? Okay, hier vielleicht ein bisschen den Weg frei räumen. Komm, wir müssen ihn fertig machen. Let's go. Na, kommt doch hoch hier. Nice. Ah! Endlich. Oh, sehr schön. Jetzt würde ich sogar sagen, ich nehme es mit. Bob's Brain. Ja. Unterschätzen die Bob, ne? Unterschätzen die Bob. Ich mag ihn. Ich mag ihn. Ich werde sterben, oder? Und wir können in den Zacki-Zacki-Raum rein. Alles klar, machen wir. Machen wir. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht da sterben. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich da jetzt reingehe, sterbe ich. Ah, nice. Ein blaues Herzchen. Sehr schön. Hier ist doch irgendwo noch eine Spinne, oder? Da ist irgendwo noch eine, oder nicht? Egal, ich gehe einfach raus. War doch nur eine Spinne drin. Sind noch immer mehrere drin. Erzähl keinen Scheiß hier. Kreuzchen auf einem Steinchen sehe ich leider nicht. Daneben läuft gerade das Counter-Strike Halbfinale, ne? Oh Gott. Eigentlich wollte ich mir das gucken, aber ich will euch auch den harten Isaac-Stuff liefern, ja? Und ich schiebe da so ein bisschen einmal hin. Oh Mann, das ist so kacke. Ich finde keine Zeit, das zu gucken. Das ist richtig scheiße. Speedruns, Summer Games Done Quick habe ich auch nicht gucken können. Weil ich immer hier mal aufnehmen was streamen oder sowas. Ich fühle mich da einfach schlecht, wenn ich sage, ja, ich will heute nicht. Weil Counter-Strike läuft. Keine Ahnung, kann ich nicht. So, komm her, Bob. Mach ihn fertig. Ist er größer als sonst? Bob, bist du ein bisschen gewachsen? Freust du dich, mich zu sehen, oder was? So. Alles klar. Okay. Okay, Bob's Curse. Wenn wir jetzt Dr. Fetus finden, soll es ja ziemlich OP sein mit Bob's Curse, ne? Also, jeglicher Giftschaden ist irgendwie skaliert gut mit Dr. Fetus, was ich irgendwie überhaupt nicht verstehe, ehrlich gesagt. Also, echt null. So, dankeschön. Her mit den Münzen. Vielleicht finden wir noch ein paar. Im Shop würde ich schon gern reingehen. Okay. Gefährlich. Nice, Bobby.
Genau das sollst du tun, um mich zu retten. In den Zacke-Zacke-Raum gehen wir natürlich am Ende hin. Ja, dieses Item wurde mir auch gesagt. Hey, das ist voll OP, informier dich mal, was es macht. Also ich habe nachgelesen, als ich auf dem Weg nach München war, habe ich auch Isaac gespielt und habe ich mal die Items auch angeguckt so. Und mir wurde auch gesagt, dass es so auf einer Ebene mit Cancer und mit Curve Town mithalten kann. Ich finde überhaupt nicht irgendwie. Es hat schon fast meinen Run zerstört, als ich da war. Weil es sorgt ja dafür, dass rote Herzchen... Hä? Also, was da drin stand, war, dass irgendwie rote Herzchen, weiße Herzchen und andere Herzchen seltener spawnen. Aber wenn sie spawnen, werden sie zu schwarzen Herzchen. Aber irgendwie... Alter, Mr. Mega, ist das dein Ernst? Wir bauen jetzt hier... Einfach Mr. Mega da drin? Kann Mr. Mega in solchen Räumen überhaupt spawnen? Das kommt mir irgendwie gerade sehr komisch vor. Was zum Teufel? Aber irgendwie, habe ich voll selten schwarze Herzchen bekommen oder so. Richtig ärgerlich. Als ob wir Mr. Mega finden im Geheimraum. Zum Glück haben wir mitgenommen hier, Bob Sprain. Der Run baut ja darauf auf. Und hier bekommen wir jetzt ein blaues Herzchen. Sehr schön. Folgendes. Da rein. Na, leider kein More Option oder sowas. Gut. Dann halt nicht. Was haben wir hier? Ah. Dann nehme ich doch eher das hier mit, damit ich im Store etwas gratis holen kann. Da gab es jetzt echt nichts Gutes, ne? Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Dann lieber auf der nächsten Ebene. Dann lieber auf der nächsten Ebene. Mr. Mega einfach. Jetzt hätte ich ganz Set Bombs. Give me Set Bombs. I want to cry. Like a Überraschungs-Ahai. So, ich könnte doch mal mein Space-Item irgendwann mal einsetzen, aber ich weiß nicht wann. Boom, Alter. Das macht Schaden. Das gefällt mir. Go, go, go. Lenk ihn weiter ab. Sehr gut machst du das. Nehme ich überhaupt auf? Aufnahme stoppen. Ja, nice. Und Counter-Strike läuft. Oh, da aimt jemand ab. Der Guardian. Der Guardian aimt da irgendwas ab. Oh nein. Oh, die sind auf B drauf. Die sind auf B drauf. Nein, doch nicht. Oh. Okay, ein HP-Upgrade. Schauen wir mal, ob wir überhaupt hier einen Level-Deal bekommen. Ja, sogar einen ziemlich guten, womit ich mein Buch jetzt leider wegschmeißen werde. Mein anderes Space-Item. Tut mir leid. Und den Chucky-Chucky-Raum. Auch rein. Let's go. Ich bin heiß auf alles hier gerade. Ich will überall rein. Also in jeden Raum, in jede... Ihr wisst schon. Ich hab das Gefühl, muss man. Ich spreng mal hier ganz kurz. Weil ein paar Münzen wären schon nicht schlecht, auch wenn wir den Store-Credit haben. Aber ein paar Münzen wären nicht schlecht, wie gesagt. So, was gibt's hier? Na, spinn ich's. Ah, und dann treffe ich auch nicht. Ah, boom. Vernichtet. Okay. Da haben wir jetzt ein bisschen kassiert, ein bisschen Leben abgezogen bekommen, aber das ist völlig in Ordnung. Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt Richtung nächste Ebene. Ja, ich habe alles und das ist gut. Let's go. Ach ja. Da steht übrigens 4:1 für Natus Vincere. Für Navi. Okay. So, let's go. Tamiset. Ach, komm schon. Ah, auch gutes Space-Item. Autsch. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Dass ich auf die Fresse bekomme. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Schade, ich dachte, das ist Trick Attack oder so. Navi nehme ich jetzt nämlich mit. Außer wir finden Brimstone jetzt im Devil Deal im nächsten. Dann würde ich Tami mitnehmen tatsächlich. Weil dann ist es ein easy Run hier, easy Win. Und vielleicht könnten wir dann wieder zwei Runs in einen Run stecken. Heute habe ich es auch mit dem Stecken, ey. So, let's go. Ich gehe in den Zacki-Zacki-Raum direkt rein. Keiner kann mich halten. Danke. Komm hier raus. Natürlich nicht, gut. Ist mir doch egal, ey. Dann gehe ich halt durch den Stachelnraum wieder raus, ey. Als ob mich das aufhalten kann. So, ich hoffe, wir finden im... Heilige Scheiße. Shop. More Options, ey. Da hätte ich voll Bock drauf. Deswegen suchen wir erstmal den Shop auf, weil es passiert mir öfters, dass ich irgendwie erst den Boss besiege, dann Shop reingehe und sehe, oh, More Options. Upsi. Okay, Bob wird uns umlegen, habe ich das Gefühl. Bob wird uns umlegen, habe ich das Gefühl. Bob ist böse. Bob ist sehr böse. Ich hätte jetzt gerne Pyromaniac. Oh, nein, 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 nein. Bitte, Bob, leg mich nicht um. Wir haben noch so viele gemeinsame Erinnerungen. Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Und jetzt? Na, komm schon. Sehr gut. Okay, immerhin der Itemraum. Ziemlich viele Superformen haben wir hier, Mann. In letzter Zeit. Ziemlich viele.
Das nervt mich schon ein bisschen. Komm, öffne dich mir. Nice. Golden Touch, Midas Touch, okay. Oh, fuck. Das ist ein ekliger Raum. Das ist ein sehr ekliger Raum. Gefällt mir überhaupt nicht. Aber schlimmer wäre mit diesen Mulligans. Oder Mullibooms, meinte ich. Das wäre echt ein Pain in the Ass, Mann. So, komm her. Oh, oh. Whoopsie. Bupsie. Sehr schön. Und jetzt nur noch dich, mein Süßer. Null Problemo. Okay, sehr schön. Let's go. Nächster Raum. Gucken. Okay. Fuck! Hau ab, Bob! Ich kann nicht immer schießen. Verdammt nochmal. Okay, das ist der Shop. Hoffentlich. Weg mit euch! Ja, jetzt wissen wir nicht, was es ist. Wisst ihr was? Ich riskier's. Konverter! Ach, komm schon. Blödes Ding. Ich hab's riskiert, Mann. Ich hab's riskiert. War's ein Fehler? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Kannst du haben. Let's go, du! Erledigen wir dich mal. Oh, fuck. Alter, die Explosionsreichweite ist einfach unglaublich mit Bobs Brain und Mr. Mega. Deswegen, Alter. Ich hatte ein bisschen, auch ein unwohles Gefühl, als ich Bobs Brain mit Mr. Mega hier gefunden hab. Okay. Sehr schön. Weg mit dir. Little Chat gives kisses, klar. Nehme ich mit. Gabi's Hairball. Okay. Gabi Item Nummer 1. Ich würde sagen, ich gehe in die nächste Ebene. Oh mein Gott! Was ist hier los? Ich will das hier nicht. Ich will diese Items nicht. Guck mal in der Reihenfolge hier. Bob's Brain, Bob's Curse, Mr. Mega. Hallo. Ah, jetzt haben wir natürlich keinen Schlüssel. Da bin ich mal gespannt drauf, was da drin ist. Ich glaube, wir haben auch keinen dämlichen Curse hier. Immer schön Abstand halten, Mann. Immer schön Abstand halten. So. Perfekt. Nächste Ebene. Oder nächster Raum. Komm, Bob, 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 Bob. Mach, 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 mach. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, wir werden sterben. Oh, wir werden sterben. Oh, wir werden sterben. Gib mir bitte ein blaues Herzchen. Nur eins, bitte. Ich will nicht mehr. Bob ist weg. Bob ist weg, Bob ist weg, Bob ist weg vor Schreck. Jetzt haben die es gemerkt, dass ich der Böse bin. Oh, fuck. Abstand halten. Okidoki. Null Probleme für mich, was? Null Probleme. Wisst ihr, was ich mache? Ich gehe hier so rein und springe mich hier so durch, damit ich schnell flüchten kann zur Not, Mann. Falls das ein böser, fieser, böser Raum wird. Oh, das ist ein böser, fieser, böser Raum. Oh, ist das ein böser, fieser, böser Raum. Ich aber nicht treffe, Mann. Gut. Böser, fieser, böser Raum. Ist das hier ein Albtraum, oder was? Okay. Nächster. Natürlich mehr von diesen scheiß blöden Explosionskackdingern. Mann, ist das ein exklusiver Raum hier. Also run, meinte ich. Als ob ich das hier überlebe. Als ob ich das hier überlebe. Jung, nein, ich bin tot. Ich bin tot. Nein, ich hab's nicht geschafft. Oh, der Winstreak ist weg. Oh. Scheiße! Verdammt nochmal! Was ist das für ein Raum hier und dieses Bösch... Fuck you, Bob's Brain, ey! Deine Mutter, ey! Deine Mutter, Bob! Was ist das denn? Ich will gar nicht mit Eden spielen. Leck mich fett, ey! Wir spielen jetzt mit jemand anderem. Random. Wahrscheinlich The Lost. Natürlich Azazel! Mensch, das ist aber spaßig, mit ihm zu spielen. Nein, will ich jetzt auch nicht mehr. Ich will jemand anderes. Kein Azazel, kein... Ich mache jetzt einen Eve-Run. Oh nein.
Oder weißt du was? Weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt einfach von links nach rechts. Einmal durch. Wir machen mit Isaac, Magdalene, ein, immer so. In jedem. Ja, super. Da ist der Windstreak weg. Super, super, super. War das mein Let's Play Windstreak? Jetzt muss ich nochmal gucken. Wartet mal. Ich dachte schon, ich bin... Nee, Let's Play ist noch da. Ne, 67. Okay. Ich meinte Livestream. Och, Mann. Ja, continue. Ach. So ein Scheiß. Alles für einen Arsch hier. Ach. Das sind die Hölle. Ja, damit. Bob, Alter. Bob, du kannst mich am Arsch lecken. Dummes Vieh. Mistvieh. Kackvieh. Kack-Bums-Arsch-Kuh. Ey, ich bin gerade richtig wütend, Mann. Ah, zum Glück habe ich noch meinen Livestream-Speicherstand. Zum Glück habe ich noch meinen Livestream-Speicherstand. Wieso bin ich gestorben? Das fühlt sich so eklig an, wenn man stirbt und sein Windstreak weg ist. Oh, Mann! Vor allem war der Run gar nicht so schlecht. Bob halt. Bob hat eine mächtige Explosionsreichweite. Mit diesem blöden Scheiß, Mr. Mega. Ah, ich kann keine normalen Wörter mehr. Ich sag gar nichts mehr. Ich sag gar nichts mehr. Mach mal Platz hier, danke. Da muss ich sie nicht erledigen. Hör auf damit. Danke. Ja, ist noch ihn. Gut, dann werden wir jetzt mit den anderen ein bisschen rumspielen. Ein HP-Upgrade. Ja, nehme ich mit. Zeig mal, was aus dem Itemraum. Ich würde das, glaube ich, eher rerollen. Eine Bombe wäre auch nicht schlecht. Hallöchen. Mr. Superform, wie geht es Ihnen? So. Ach Mensch, ach Mensch, ach Mensch. Ach, guck mal, hier ist auch ein gutes Item. Dead Onion. Wir haben zwar eine Range jetzt, die, keine Ahnung, in den Minusbereich geht, gefühlt. Aber hey. Dafür haben wir jetzt Piercing Shots. So. Und die Tränen sehen ein bisschen größer aus, obwohl sie nicht mehr Damage machen. Man hat das Gefühl, die machen mehr Damage. Let's go, nächste Ebene. HP-Upgrade hätte ich rebrauen können. Easy peasy. Aber hey. So, let's go. Ach, jetzt ist aber hier, ne? Alles doof. Alles doof. Ich hoffe, das ist kein Zeichen dafür, dass wir im Livestream unseren Windstreak auch verlieren werden. Heute machen wir ja nur diese Versus-Runs. Paralyzes. Lockdown. Super, die Pillen sind natürlich... Ja, das Glück war heute tatsächlich nicht auf meiner Seite. Nicht so wirklich. Ach, ich liebe diese Dead Onion. Ist schon auch einer meiner Lieblings-Items. Was haben wir hier? Monstrous Zahn. Einmal aufheben. Einmal weg damit. Und reroll. Oh Gott. Ja, Mensch. Heute glänzt Isaac ja mit super Items. Heute glänzt Isaac ja mit super Items. Komm her. Och, und dann darf ich wieder eure Kommentare mir durchlesen. Da sind bestimmt irgendwelche Klugscheißer dabei und mir. Und viele, die mich auslachen und gebannt werden müssen. Das wird ein Spaß. Diese Folge wird ein Spaß. Der ganze Tag ist wieder für den Eimer. Egal. So, machen wir den Pinky hier fertig. Ist ja Isaac, was? Ist ja nur Isaac. Hm, her damit. Na, weißt du was? Hier, nimm die Bombe und wer glücklich damit. Zwei Stück haben wir damit getroffen. Ist immerhin. Immerhin ganz gut. Na gut, dass wir Piercing-Shots haben. So dauert es nur halb so lang, bis wir hier fertig sind. Ist das nichts? L-Ebene? Kann gar nicht sein. Ist einfach nur eine verdammt große Ebene. So. Ja, gib's mir. Komm schon, tanz mit mir. Fass mein Booty an. So, okay. Nein, ich brauche einen Schlüssel. Aber wo ist der Schlüssel? Okay, drei Schüsse brauchen wir. Yo, mitten ins Gesicht, ey. Okay, ich kann mich schön hier verstecken und ihr trefft mich nicht, ich aber euch. So, und der letzte. Auf Wiedersehen. Komm her, Bossi. Ach, warte mal, nein. Erstmal will ich ein paar Räume klären, damit ich, oder, ach, scheiße. Weil ich will eine Aufladung haben. Ich will beim Boss dann schön aufladen oder im Devil Deal und da dann schön rerollen. Let's go, let's go, let's go. Jetzt wäre es auch gar nicht so schlimm, wenn wir auf Angel Deals gehen, weil dann hätte ich zwei Angel Deal Items, die ich rerollen kann, wenn ich den Engel sprenge. Lass uns überraschen. Also wenn jetzt Krampus auftaucht... Ach, komm schon. So ein Bullshit. Dann ist es nur halb so schlimm. Okidoki. Let's go.
regeln wir das mal. Ich will das hier mal sprengen, vielleicht für ein paar Münzen. Keine einzige, super. Okay, hey Monster, wie geht's dir? Alles gut? Au. Meine ganze Motivation ist weg, hä? Na, ich versuche sie wiederzuholen gerade. Ich versuche sie gerade wiederzuholen. Das ist irgendwie so eklig jetzt. Dann fühlt sich... Als würde man morgens, wenn man zur Schule fährt, merken, oh scheiße, ich habe ja doch noch Hausaufgaben auf. Das war ein... Ja, Mann, gib's mir. Komm schon, ich will gar keinen Devil Deal. Devil Deals sind ein bisschen überbewertet. Was ist denn los hier? Was ist denn los hier? Was ist denn los hier? Das ist wahrscheinlich ein schlechtes Zeichen dafür, dass ich gegen Dicke jetzt haushoch verlieren werde. Okay. Okay. Ein Schuss noch. Wuhu. Okay, ein kleines Damage up. Wieso nicht? Und das hätte ich eh mitgenommen. Let's go. So, jetzt sind wir ein kleiner wütender Teufel. So muss es sein. 20 Minuten sind wir schon. Ja, diesen Run werden wir jetzt nicht verlieren. Weil ich keinen Bobspray mitnehmen werde. So ein Chiselpoo. Stirbt mal jetzt. Schon nicht mehr witzig hier. Okay, danke. Und dich erledigt. Sehr schön. Würfel ist aufgeladen. Wir können rerollen. Also her mit dem Scheiß. Mit den Items. Ich werde meine ganze Wut bei DK rauslassen. Im Versus Run. Speed down, komm. Ach nee, Lemon Party. Komm schon, Speed down. Wir sind eh schon ziemlich schnell unterwegs. Da wäre doch Speed down jetzt wunderbar. Sieht irgendwie geil aus hier. Die Farbkombination aus Schwarz und Lila. I like. Okay, danke. Und da im Raum. Oh mein Gott. Das wird ein... Wie zum... Okay. Da muss ich jetzt... Ich muss Anschwung holen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, 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 die sitzen. Nice, okay. Ich dachte schon, da werden wir jetzt stundenlang sitzen. Weiß ich nicht. Weiß nicht, ob ich Reroller mitnehme. Weiß ich leider nicht. Weil das explodiert die ganze Zeit und ich mag das Item nicht. Vielleicht reroll ich das. Oder ich reroll es ganz sicher. Firemind, wie gesagt, ey, da kann ich mich auch selbst mit umbringen. Ich will nichts hier. Oh, diesen Run werden wir jetzt easy schaffen. Und dann 5 Minuten später. Warum der mich? Wegen Firemind. Mr. Mega. Wie sehen wir denn aus? Heilige Scheiße. Mr. Mega, Mr. Mega. Du dumme Sau, du. Ich weiß nicht, auf wen ich mehr wütender sein soll. Eigentlich auf mich, oder? Eigentlich nur auf mich. Na, ich glaube nicht, dass wir schaffen, noch den Würfel aufzuladen, oder? Das sind, glaube ich, nicht genug Räume. Gucken wir gleich mal. Ja, eins, Nummer zwei ist nicht verfügbar. Dankeschön. Aber vielleicht finden wir noch irgendwo einen Schlüssel für einen Shop und holen uns da eine Batterie. Das wäre eine Möglichkeit. So. Ne, immer noch keinen, aber eine Bombe, hey. Verdammt nochmal, verdammt nochmal, verdammt nochmal. Komm schon, du hast nichts mehr. Deine Freunde sind weg, komm jetzt her. Nice. Okay, was gibt's hier oben? Immerhin Schlüssel, bitte. Ja, sehr schön, wir können in den Shop rein. Immerhin, Mann. Dort finden wir jetzt gleich eine Batterie und werden sie mitnehmen und dann... Schön im Devil Deal rerollen. Aber ich werde nicht den Krampus-Glitch machen. Der ist zu lame. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Der funktioniert ja immer noch. Wieso wird er nicht weggepatcht? Ich hasse solche offensichtlichen Glitches. Ja, voll mega lame. So. Dankeschön. Tja, wenn das jetzt auch ein... Ja, dann schaffen wir es ja. Wir schaffen es auch so einmal zu rerollen. Sehr nice. Okay, aber ich guck mal. Vielleicht gibt es da more options im Shop. Nice, das schaffen wir es ja so, wie es rollen. I like that. Let's go. Ba-da-da-da-da. Einmal hier durch. Da-da-da. Ra-da-da-da-da-da. More Options ist leider nicht da. Ja, für die lame Watch da. Hast du vielleicht noch Münzen für uns? Nein, hast du nicht, ne? Aber eine Batterie ist dort.
Ja, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Dann mache ich das jetzt mal ganz kurz hier. Ich besiege mal den Boss und schau mal, was wir so alles bekommen. Hey, du. Schub, schubi, du. Ja, ja, ja. Werd nur wütend. Oh, gut platziert. Hat ihn Aua gemacht. Jetzt hör aber mal auf hier. Jetzt, nein, aus. Gleich haben wir ihn, gleich haben wir ihn, gleich haben wir ihn. Komm, Krampus und dann Kohle, das wäre cool. Das brauche ich jetzt nicht. Da ist er. Krampus und Kohle, Krampus und Kohle. Au. Notfalls reroll ich Krampus Head. Dann kriegen wir ein anderes Devil Deal Item. Komm schon, komm schon. Yes, Baby, nice. Das gefällt mir. Dann, warte mal, rerollen wir das hier zu dem Matschauge hier. Nice, ja, dann kann der Rest gestohlen bleiben. Ich behalte mal meine Kohle für die nächste Ebene. Let's go! Wir haben Kohle, Mann. Richtig gut. Richtig gut. Jetzt bräuchten wir nur noch ein bisschen Speed-Up. Ja, das fehlt ein bisschen, weil wir sind echt lahm und das Ausweichen dauert halt. Man muss schon ein bisschen vordenken, weißt du? Das ist das große Problem jetzt gerade. Ja, und ein bisschen Range-Up. Ja, stimmt ja. Perfekt. Ein Raum weniger zum Aufladen. Ein Raum weniger zum Aufladen. Ich leg mal hier die Bomben, falls wir den Magic Mushroom hier finden. Nee, kannst mir gestohlen bleiben. Ich will dich nicht mehr. Hallo. Au! Habe ich mich gerade selber in die Luft gejagt? Ich bin ein Held. Komm her. Na, sind schon Wetten abgeschlossen worden? Speed down. Full health. Pheromone, komm, leg dich selber um. Bring dich einfach selber um. So. Einmal schießen, einmal weiter. Okay, sehr schön. Her mit der Bombe. Ein blaues Herzchen. Ach, Gott sei Dank. Ganz vergessen, dass es sich lohnt, in diese Räume hier reinzugehen. Schacki, schacki, Raum. Da will ich auch auf jeden Fall hin. Aber erst nachdem wir hier fertig sind, dann werde ich es riskieren. Ich fasse es nicht, dass wir den Windstreak verloren haben. Boah, so nervig. So nervig. Immerhin spielen wir jetzt mit den anderen Leuten. Wir werden jetzt immer halt, ne? Einmal durchgehen. Ich glaube, Northernlion macht das auch so. Ach, schwubbidi-wubdubbub. Oh, okay. Okay. Hätte ich vielleicht erst später aufheben sollen, nach dem Devil Deal. Vielleicht hätten wir dann noch größere Tränen, falls wir überhaupt einen Devil Deal bekommen, man weiß ja nicht. Aber cool. Wir brauchen jetzt echt eine gute Fire Rate. Wir brauchen jetzt echt eine gute Fire Rate und die Range, die Range, die Range. Du bist viel zu auffällig. Aber du hast nichts für uns. Schade. Und hier ist eine Sackgasse. Natürlich. Wenn nicht hier, wo sonst. Ich glaube, so erwischen wir alle. Pheromone. Gut, nehme ich mit. Warum nicht? Puh, Itemraum waren wir schon. Ich gehe jetzt mal hier links rein. Mhm, ich nehme das hier mit. Mehr Drops aus Kisten ist immer sexy. Und da war eine Batterie. Sehr schön. Da kann man nicht widerstehen. Da muss man hier ein bisschen, Kackhäufchen leer schießen. Oder kaputt schießen. Okay, let's go. Der Boss scheint irgendwo, ich glaube sogar ganz unten. Oder es geht hier nach rechts jetzt weiter. Ja, ja, scheiße. So, ja damit, dankeschön. Ja, da ist er. Hallöchen. Wie geht's dir? Du Doofkuh. Au. Das hätte ich wissen können. Okay, let's go. Perfekt aufgeladen. Nein, nicht ganz perfekt, aber so ein bisschen. Bisschen perfekt. Plusquant perfekt auf jeden Fall. Und jetzt zerstören. Au. Verdammt nochmal. Wir brauchen mehr Range. Wir brauchen mehr Range, damit Kohle auch ein bisschen mehr wirkt. Ein Ticken mehr wirkt. So. Auf Wiedersehen, mein Guter. Oh, nice. Speed up. Sehr schön. Schade. Schade, Mann. Das ist echt scheiße hier. Health down. Ja, das gibt's doch nicht. Ach. Au, da war so eine dumme Scheißspinne. Nicht gesehen, ey. Mann, 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 Mann. Ey, wetten, ich sterbe jetzt auch. Ey, das ist dann die völlige Katastrophe hier gerade. Warum? Was ist heute los? Warum kacke ich ab? Was habe ich getan? Ich gehe in den Zacki-Zacki-Raum rein. Kannst mich nicht aufhalten. Ich gehe da rein. Auch wenn es das Letzte ist, was ich tue.
Aha, immerhin. Ich habe irgendwie immer noch Angst, dass Bobs Brain bei mir ist und deswegen schieße ich nicht immer direkt, wenn der Gegner nah dran ist. Ich bin jetzt keine Ahnung. Ich habe Angst. Komm her, wer kommt hier? Igitt. Ja. So. Ah, Igitt. Wer wischt das denn hier weg, Mann? Ich nicht. Ihr? Nein. Keiner. Muss selber wegmachen. Hier, dieses Gitt. So, mit unseren Piercing-Shots können wir jetzt die Augen leider nicht wegschießen. Das ist ein kleiner Nachteil, aber er ist tot. Meine Güte. War im Shop noch ein blaues Herzchen? Oh, hey. Hey, Edmund. Oh, rote Kisten wären auch nicht schlecht, ganz ehrlich. Also die Left Hand. Okay. Ja, lass mal stecken. Warte mal. Oh, das gibt's doch nicht. Und das gibt's doch nicht. Werden wir wieder sterben? Ich weiß jetzt echt nicht, ob ich im Shop schon das blaue Herzchen aufgehoben habe. Da war auf jeden Fall eins, aber... Ich will den hier sprengen. Der guckt mich so böse an. Ach, komm. Warum gehe ich hier hin? Idiot. Was ist da? Was willst du da, Holly? Weiß ich nicht. Okay, let's go. Kurz in den Shop reingucken. Ja, da ist es. Dankeschön. Jo, nicht wichtig. Okay, let's go. Nächste Ebene. Oh Mann, ich hoffe, ich werde den Winstreak nicht im Let's Play verlieren. Im Livestream. Verdammt nochmal. Oh, das wäre scheiße. Wieder kurz vor den 69, ey. Einfach um. Ja, wegen. Ja, 69 ist ja eine witzige Zahl. Ha, Koboldstreak und so. Einfach ihm zur Ehre. Ich wollte ja Koboldstreak dann irgendwie hinter mich rein photoshoppen halt. Dass er hinter mir Facepalm sitzt, hat man schon gesehen in einem Stream. Falls ihr dabei wart. Ach, guck mal hier. Das sind zwar nicht genau die Mistviecher, die mich umgelegt haben, aber. Unter anderem. Verdammt nochmal. Arschgeigen, ey. Das war aber auch ein Gefährten. Schon wieder Left Hand? Irgendwas sagt mir, nimm die Left Hand mit. Aber ich will nicht. Ich will die Left Hand nicht mitnehmen. Drei Schüsse brauchen wir nochmal. Wie viel Damage machen wir denn? Viel zu wenig. Komm her. Na, halt Abstand, aber komm näher. Verstehst du? Sehr gut. Okay, jetzt nach rechts. Oh Gott. Nicht so ein doofer Raum. Das ist ein Traum. Jetzt würde ich gern fliegen können. Junge. Auf Wiedersehen. Das ist der Boss, okay. Wir könnten uns direkt um den Boss kümmern. Ich hoffe, es ist halt nur nicht Blaut oder sowas, Mann. Blaut, der hier alles versaut. Okay, Depth 1. Let's go. Es geht, okay. Machbar. Es ist Gisch. Okay. Spawn unter diese komischen Mistviecher hier. Gleich werden sie für mich arbeiten. Oh ja. Gleich werden die für mich arbeiten. So. Abstand halten wegen Kohle. Komm, bitte drop den Lippen. Nee, geht ja gar nicht. Du wirst Little Gish droppen, aber ich brauch unbedingt den Lippenstift oder sowas. Da. Yeah. Ja. Und auf Wiedersehen. Kein Devil Deal. Nimm ich dich mit. Ja, ein bisschen Damage ab. War das jetzt ein Fehler? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade unsicher. Ich fühle mich so, als würde ich gar keinen Isaac spielen können. Als wäre ich der Obernoob von Dienst. So. Zack. Ah, ist das schmerzhaft. Ey. Okay, let's go. Der Itemraum ist bestimmt hier irgendwo. Ich spüre es. Irgendetwas sagt mir, geh nach links. Und wisst ihr, wer das ist? Ich selber. Okay, danke. Bloß nicht die alles überstürzen und dann in die
Dinger da reinrasen. Sehr schön. Piercing Shots. Merci. Dass es dich gibt. Okay, da ist es. Na, was bekommen wir? Proptosis oder was? Ey, dann ist meine Range aber voll für den Arsch. Okay, das Buch. Können wir schon mal in die Tonne kloppen. Nein! Was für ein Scheiß, ey, dass wir den bekommen. Weil klar, Pheromone, Pheromone. Das hier geht bestimmt jetzt in die Hose. Na, würdest du wohl? Immerhin one-hitten wir die. Pheromone! Oh, komm schon. Pheromone! Yay! Und aufgeladen. Let's go, rerollen wir den Schüssel hier. Bäh. Nope. Nehme ich nicht mit. Vielleicht ist im Shop noch eine Batterie. Schlüssel habe ich genug, Münzen auch. Oder ein Gegner droppt eine. Da ist es. Na komm, du hast noch nichts mehr. Gib nicht an hier. Hup. Sehr schön. Okay, Shoppy. Das ist Greed, oder? Es ist Greed. Natürlich. Mister, ich verderbe dir den Spielspaß. Genau wie Bob's Brain und Mr. Mega. Aber es war auch dumm von mir. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, nimm's mit. Wird geil. Ja. Sehe ich ja, was? Okay, wir müssen nur noch zwei Räume. Nur noch zwei Räume müssen wir clearen. Und hier sind zwei Räume. Ich hoffe, das klappt jetzt. Dann können wir rerollen. Oh, hier ist noch ein Raum gespawnt. Sehr schön. Das ist schon mal sehr gut. Nice. Und da ist ein Zacke-Zacke-Raum. Okay. Verlockend. Nice. Okay, let's go. Lass zurück. Danke sehr. Ja, ist wieder ein Hin und Her gerenne mit Isaac hier. Das ist schon wieder so ein knapper Run, ne? Ich hatte am Anfang auch wenig Motivation, habe viel Damage kassiert. Aber jetzt bin ich wieder motiviert, hier loszulegen. Laser. Laser. Ha. Dann hätten wir keine Range-Probleme, aber würde ich dann immer noch so viel Damage machen? Laser. Ha. Ich weiß nicht, Mann. Der Boss-Rush können wir eh vergessen. Laser. Ich bin jetzt gerade ein bisschen unschlüssig, ob ich das mitnehme oder nicht. Oder ob ich mal... Dann habe ich keinen Kohle-Effekt so wirklich. Ich gehe jetzt hier rein. Mann! Gebt mir doch was Gutes, wenn ich das hier schon riskiere. Ich riskiere gar nichts mehr. Ich bin beleidigt. Schwarzes Herzchen. Ein Joker. Das ist schön. Soweit ich weiß, hatten wir auf dieser Ebene keinen Devil Deal. Petro! Ach, guck mal. Da können wir nochmal rerollen gehen. Ich gehe das jetzt machen. Komm, ich spring das hier auch nochmal. Ein schwarzes Herzchen, bitte. Ich darf jetzt nicht auf Stacheln treten oder sowas. Dann bin ich auch Geschichte. Ach man, ich werde abkratzen. Ich werde wieder abkratzen. Nein, ich werde nicht abkratzen. Positiv denken. Ah, oh, ich nehme dich mit, Spider-Baby. Du bist cute. Du bist echt cute. So. Jetzt nehmen wir Joker mit. Aber es würde nicht so viel bringen, wenn ich jetzt die Joker-Karte einsetze, weil dann, ja, was soll ich da machen? Devil Deal. Ich müsste dann Glück haben, dass ich da neun Leben habe oder Abaddon. Aber das wäre ein bisschen zu viel Glück, was ich haben müsste. Und außerdem würde ich gerne meinen Würfel aufgeladen haben, bevor ich da irgendwas rumdeale hier. Okay. Ich würde... Ich würde gern fliegen können. Okay, nächste Ebene. Let's go! Ha! Mann, habe ich Panik jetzt. Oh, oh. Ein sehr gefährlicher Schraum. Ach Gott, ich hasse das. Ja, lass mal durch hier. Gehen wir mal nach links erstmal. Ein nach dem anderen. Ein nach dem anderen, ganz easy. Ist eigentlich kein Problem. So, Würfel ist aufgeladen. Okay, was ist das für ein Raum? Interessant. Der Vierer. Okay, der rerollt. Ja, ist wieder die Six hier. Das ist sehr gut. Das spreng ich auch schon mal frei. Verdammt nochmal, ich habe keine Bombe. Warte mal, ich habe ein bisschen Angst vor diesem Feuer hier. A little bit scary. Geh aus. Danke. Nope. Das überzeugt mich jetzt nicht, mein Leben zu riskieren.
So, Stacheln. Nein, nicht vergessen. Ich habe es mir gemerkt, eingeprägt. Okay, wir könnten am Automaten spielen und hoffen, dass wir da ganz viele Bömpchen bekommen. Wir haben ja noch Mr. Mega. Okay, was ist das hier? High Priests. Okay. Okay. Was spawnt da? Mhm. Haben wir schon gedacht. Okay. Na, ich wollte gerade hier oben spielen. Nein, 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 Olli. Denk nach, Mann. Komm, wir spielen mal an ihm. Ein Schlüssel. Eine Bombe. Komm schon. Ein HP-Upgrade. Okay, sehr gut. So. Okay, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Oh, haben wir das geklärt. Die Kiste. Ich würde gerne die Kiste. Ich würde da gerne reinschauen. Ich glaube, da ist. Bestimmt Bob's Brain. Nein, ich glaube, da ist Cricket. Irgendwas sagt mir, da ist bestimmt Cricket. Es ist Tammy. Hi, guck mal hier, Tammy Head. Hui. Sehr schön, gab hier Item Nummer 1. Und ein wunderbares Item. Sehr gut. Ohne Bob ist es echt viel angenehmer, muss ich sagen. Viel angenehmer. Bob. So, let's go. Wir haben noch den Shop vor uns und alles. Ah, da gehe ich noch nicht rein. Noch nicht. Denn wir wollen ja den Devil Deal. Und das bedeutet wiederum, dass ich noch keinen Schaden nehmen darf. Was haben wir hier? Das Mongo Baby. Na, ich weiß nicht, ob ich das mitnehme. Da bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Unschlüssig, unschlüssig, unschlüssig. Sehr schön. Her damit. Apropos schlüssig, was? Oh Gott. Boah, ey, der Raum war aber echt gemein. Der Raum war aber echt gemein. Wir sind hier Depp 2, jetzt darf ich nicht vergessen. Und wir haben eine Batterie und ich nehme auf jeden Fall das hier mit. Und das hier könnten wir freisprengen. Bisschen Geld. A little bit money und dann haben wir hier noch alles verduplicated. Ja, lassen wir mal so. Und nehmen noch eine Bombe mit. Alles klar, okay. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich hätte halt echt gern noch irgendwie so ein blaues Herzchen, Mann. Das wäre optimal. Was, wenn ich das hier platziere? Erwische ich alle? Oder so ein Herzchen, Mann. Nice. Perfekto. Jetzt könnten wir... Pass auf, jetzt gehen wir ganz kurz den Würfel aufladen. Geht nicht mehr, scheiße. Ach doch, verdammt nochmal, ich hab ja... Und wir gehen jetzt mal ganz kurz das Mongo Baby rerollen. Ja, ich glaube schon, dass wir den Devil Deal trotzdem jetzt bekommen werden, so. Okay, let's go. Mongo Baby. Ey, dazu sage ich nicht nein, Mann. Dazu sage ich nicht nein, Mann. Zacki, zacki, Raum. Hm. Gehe ich nicht rein. Weißt du was? Ich gehe jetzt weiter. Ich gehe jetzt den Boss besiegen. Let's go. Da haben wir noch wenig Damage, weil wir... Okay, es ist viel. Es ist schon viel Damage, aber es befriedigt eigentlich ganz, weil wir halt noch nicht die Fire Rate haben. Oh oh. Das tat weh. Ja, ja, komm, Stampi, Stampi, mach ich. Bam, erwischt. Und Devil Deal gespawnt. Nice, können wir nehmen das hier mit. Ach, Lamp könnte ich gehen. Guppy's Paw einfach, weil wegen Guppy's Paw. So, fliegen, sehr nett, aber ich glaube, ich nehme es nicht mit. Und wir sind Guppy. Guppy, Guppy, Guppy. Wir werden jetzt einfach alles zerstören. Wir werden jetzt einfach alles zerstören hier. Let's go. Unter 50 Minuten werde ich schaffen. Ey, 44 Minuten haben wir. Ich raste jetzt hier durch und werde alles vernichten. Alles vernichten. So, so. Autsch. Ich werde sterben. Ne, wir haben 9 Leben. So, weg damit, weg damit, weg damit. Wütend. XL-Ebene. Darkness. Stimmt ja. Vergesst mal, dass dieser Darkness auch ein Fluch ist und kein anderer mehr kommen kann. Weißt du, das ist irgendwie so. Kann ich mir nicht merken. Ich bin einfach viel zu klug dafür. Komm her jetzt. Junge. Ah, die Schlüssel können wir mitnehmen. Auch wenn wir leider kein Guppy's Tail haben. Na, wo ist der Boss? Ist natürlich nicht hier. Super. Vielleicht hier oben? Bitte?
Bitte seien sich hier oben. Ey, die Fliegen werden so abnormal viel Damage machen, ne? Die machen ja nochmal das Doppelte an Damage, was ich mache hier. Und ich mache ja schon verdammt viel Damage. Was gibt's hier? Nein. Kiste kannst du dir sonst wo reinstecken. Aber nicht in mich. Es ist wieder die Sackgasse. Langsam freue ich mich schon über Sackgassen. Ich bin schon enttäuscht, wenn wir den Raum, also den Weg richtig finden, ganz ehrlich. La la la, la 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 la. Hier kann er auch nicht sein, aber ich gehe hier trotzdem rein. Okay. Glaubt ihr, er ist hier ganz unten? Ich hoffe es doch. Noch mehr Schlüssel. Ich weiß gar nicht, wohin mit denen. So, Autschi Dautschi. Her damit. So viele Schlüssel. Komm, bloß jetzt hin. Let's go. Egal, wer der Boss ist, du bist Geschichte. Okay, ich glaube, das nehme ich mit. Nice. Das nehme ich mit. Ah, ich muss erstmal 9 Leben verlieren dann, ne? Scheiße. Bäh. Nehme ich einfach mit. Ich müsste dann 9 Leben verlieren, bis ich hier was machen kann. Scheibenkleister. Okay. Das wird toll. Wollen wir reingehen hier, ein bisschen Leben verlieren. Zack, 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 zack. Warum nicht? Ups, Schaden genommen. Muss ja leiten, das müssen wir gleich ziemlich oft machen. Da, da, da. Ich will als Judas wiederkommen. Ja. Judas or Riot. Dann kriegen wir nochmal das Doppelte an Damage. Autsch. Das ist bestimmt keine Absicht hier, der ganze Schaden, den ich nehme. Bestimmt keine Absicht. Au. Nice. Okay, wir sind bei 46 Minuten. Ja, damit. Dankeschön. Dankeschön. Ba, ba, da, ba, da, ba, da, ba. Blödes neues Leben, ey. Ich kann nicht mal sterben. So, upsi. Okay, und? Yay, das Ganze noch 8-mal. Ne, 9-mal, dann sind wir Judas erst. Du, 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 du. Tot. Weiter, 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 weiter. Ich will gerade hier die Joker-Karte setzen, aber das bringt ja nichts. Tot. Ab und zu einfach mal kurz sterben. It Lives ist aber, ja, tot. Sehr schön. Hier können wir jetzt im Devil Deal sterben. Ist doch kein Problem. Bekommen wir vielleicht noch etwas Cooleres. Oder wir machen das hier. Warte mal. Oh, was ist das? Kein Brimstone! Das sollte kein Brimstone sein. Oh, scheiße. Abaddon. Verdammt. Okay. Ach, Mensch. Ja, wenn das so weitergeht, sind wir morgen tot. Oder morgen Judas. 48 Minuten schon. Ach du Scheiße. So. Ich glaube, ich schaff's doch nicht. Ich glaube, da war ein blaues Herzchen. Oh nein, wir verlieren so viel Leben. Oh nein. Das ist so schade. Oh Mist. Das gibt's doch nicht. Was ist denn bloß heute los mit mir? Ich bin heute gestorben im Windstreak. Ich sollte die Klappe halten. Oh nein. So, und das Ganze jetzt nochmal 6-mal. Und dann ist die Sache gegessen. Sehr schön. Go, 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 go. Ach, die sind schon tot. Okay. Wir kommen dem Team näher. Nice, 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 nice. Noch einmal, noch einmal, noch einmal. Nein, 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 nein. Nice, meinte ich. Sehr schön. Und wir sind Judas. Und jetzt. Boom, 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 boom. Riesige Kanonenkugeln haben wir jetzt hier. Ich würde mir gerne das blaue Herzchen da holen. Einfach nur mal sicher gehen, weißt du? Ach, deine Mutter, Bob Sprain, ey. Deine Mutter. So. Was haben wir hier? Magician, ah, komm, nimm mit. Nimm mit den Scheiß. Okay, ich schwör's euch, aber unter einer Stunde. Unter einer Stunde. Weg damit. Jetzt sehen wir natürlich nicht, wie viel genau Damage wir machen.
Weil die Fliegen und Spinnchen hier natürlich ein bisschen noch dazu, ne? Was beisteuern. Komm. Merci. Le Moon Party. Den nehme ich doch sehr gerne mit. Da wird sich das, da wird sich Isaac aber sehr freuen über die Le Moon Party. Bye bye, Baby. Und jetzt gib mir Proptosis, Polyphemus und Sensen, ey. Komm schon, Baby. Let's go. Da, 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 da. Monstrous Lunge. Weißt du was? Ja, Mann. Ein bisschen Schutz. Das können wir rerollen. Hey, brauche ich nicht. Jetzt noch Splash Damage, Mann. Gib ihn mir. Oh. Sackgasse. Yeah, wir bekommen blaue Herzchen. Oh, Farmless Head wäre jetzt auch nicht schlecht. Tamis Head wäre jetzt auch nicht schlecht. So, zwei Räumchen noch. Ich mag die Batterie. Da kann man noch öfter rerollen. Mhm. Hormone. I. Libra. Nein, danke. Außer wir finden Zeugmeck, aber dann bringt mir das auch nicht so viel. I can see forever. Aha. Ich sehe alles. Ich sehe alles und zu viel. Ah, wo sind die Kisten? Komm schon, gib mir Kisten. Schön. Ah, ein Devil Deal reinporten wäre jetzt auch ziemlich geil. Okay, auf Wiedersehen. Oh, ich werde hier gerade befruchtet. Mit Ananas. Und nicht Clubmade. Es ist, na, sag schon. Bionade, genau. Das ist nämlich gut, weil ich bin gestorben. Ich habe meinen Windstreak verloren im Let's Play. Was ist das denn für ein Scheiß hier? Komm, ich mache jetzt weiter hier. Vielleicht schaffen wir es ja nochmal zu rerollen. Oder wir bekommen noch ein paar Kisten. Wobei, es sieht eher nicht danach aus, dass wir noch einmal rerollen können. Oh, okay, cool. Da sage ich nicht nein zu. Und da sage ich nicht nein zu. Oh, ordentlich am Spiel rächen. Aber es war auch meine Schuld. So, wir können doch noch einmal rerollen. Sehr schön. Gefällt mir. Daumen nach oben. Let's go. Jetzt bekommen wir eigentlich was Gutes hier. Was hätte ich denn gerne? Ja, Proptosis, Mann. Gib mir Proptosis. Ja, das wären dann mega gute Tränen. Okay, das mir halt. So, jetzt der Polaroid-Effekt zwar weg, aber hey, das schert mich ein Dreck. Ich muss so halb niesen. Komm schon, Nase. Nies oder lass es. Nies oder lass es. Okay. Keine Kiste. Wo ist denn der Supergeheimraum? Haben wir hier schon? Ne, haben wir schon. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, auf Wiedersehen. Das war's, Leute. Ach, Windstreak weg. Naja, jetzt werden wir mit den anderen Leuten spielen. Als nächstes ist dann Maggie dran. Ne? Haben wir auch lange nicht mehr gespielt. Bis zum nächsten Mal. Euer Holly. Tut mir leid. Bäh.